Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir von einer Ruf-Fraktion bekommen. Und zwar haben wir hinter mir einen NPC hier auf Cortia stehen, Archivaru Suir. Und dieser verkauft uns ein Mount, wenn wir denn bei der Ruf-Fraktion Archivar-Kodex auf die Stufe 6 uns hochgespielt haben. Wir befinden uns einmal hier in Cortia in der Zuflucht des Hüters auf den Koordinaten 62, 22. In der Höhle drin haben wir diesen Kollegen nur dann stehen, wenn wir die Questreihe hier gemacht haben. Heißt, ihr habt hier am Anfang im Lager eine Questreihe, die schickt euch einmal hier durchs Gebiet. Und müsst es halt einmal freiquesten und dann steht der Typ hier drin und dann könnt ihr dementsprechend auch anfangen, für ihn Ruf zu farmen. Was haben wir hier für ein Mount? Und zwar, wir haben einmal segelnde Klingenschwinge, die werden wir uns jetzt mal kaufen. Die könnt ihr, wie gesagt, euch bei Rufstufe 6 kaufen. Das ist die höchste Rufstufe und kostet 5000 katalogisierte Forschung. Darauf werden wir gleich noch eingehen, denn ich erkläre euch auch ein bisschen, wie wir den Ruf hochkriegt. Unter anderem gibt es bei den NPC aber noch mehr Items. Ihr kriegt, ich glaube, dieses Handwerksmal, nee, das heißt, glaube ich, nicht Handwerksmal 3 oder 4, sondern es hat nochmal einen extra Namen. Auf jeden Fall könnt ihr damit eure Items auf 230 upgraden, zumindest eins anziehen. Dann gibt es ein Sockel-Item, was wir uns noch kaufen können. Dann ein Item, wo wir die Conduits auf 252 upgraden können. Und es gibt dann auch hier verschiedene Upgrade-Item für das Quartier-Gear. Es geht dann am Schluss bis 233, meine ich, hoch. Also doch relativ weit nach oben. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erst das Mount an und dann werde ich euch so ein bisschen erklären, wie ihr am effizientesten hier hochfahrt. So, wir lernen das Mount einmal und dann schauen wir mal, Klingenschwinge, dort haben wir sie. Diese Klingenschwingen, die kennen wir ja schon in verschiedenen Farbgebungen. Das ist übrigens auch ein Flugmount und ja, sieht auf jeden Fall soweit ganz cool aus. Mount Special ist ein bisschen lame tatsächlich. Hier in Cortia kann man ja leider nicht fliegen. Das hier ist die gelbe Variante. Es gibt noch zwei andere, die ich euch auch schon vorgestellt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die alle Klingenschwinge heißen. Doch, nee, es gibt sogar vier Varianten. Ah, eins noch aus der Kiste, ne? Aus der Vorratskiste. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte euch ja schon hier die Dämmerlicht-Klingenschwinge vorgestellt. Die war, glaube ich, das mit den Eiern, wenn ich mich recht entsinne. Dann haben wir die Granatklingenschwinge. Das war die Version, die wir von Relivik bekommen. Das ist eine Rare hier, da habe ich auch schon ein Video gemacht. Und jetzt haben wir die segelnde Klingenschwinge. Das ist die gelbe für Archivar-Kodex Stufe 6. Und dann haben wir noch eine aus den Vorräten des Vorstoßes des Todes. Also die andere Ruffraktion, die man hier hat. Da bin ich auch schon am Ruffarm. Naja, bald werden wir die ersten Kisten aufmachen können und dann werden wir uns das auch noch angucken. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie farmen wir am effizientesten Ruf hier bei dem Archivar-Kodex. Und zwar, was machen wir als erstes? Wir nehmen die Dailies hier an. Die Dailies bringen alle keinen Ruf für Archivar-Kodex, aber als Belohnung bekommen wir Items, die wir, oder es können als Belohnung Items drin sein, oft auch epische, die wir bei dem abgeben können. Hier können wir nämlich Relikte abgeben. Und für jedes Relikt, was wir abgeben, oder für jede zwei Relikte, die wir abgeben, bekommen wir einen Rufpunkt. Heißt, zwei Relikte, ein Rufpunkt. Ja? Und es gibt bei diesen Quests oft auch mal, dass du 150 so Relikt-Dinger bekommst, also ein Epic-Token, das ist 150 wert. Und deswegen lohnt es sich, die Dailies mitzunehmen und zwar für die andere Fraktion hier Ruf zu kriegen, aber über die Relikte können wir dann hier dementsprechend auch Ruf bekommen. So, was gibt es dann noch? Es gibt hier ein Add-on. Und zwar nennt sich das Handy Node Shadowlands. Das zeigt euch das Zeug alles ganz gut an. Ich mache jetzt mal, zeige bereits abgeschlossene Belohnung. Ihr seht das. Hier haben wir jetzt einiges an Kisten und Rares, die hier aufpoppen. Und hier ist es so, dass ihr bei allen diesen Kisten und Nestern, die hier rumfleuchen und kreuchen, dementsprechend einmal eine Chance habt, dass ihr Relikte rausbekommt. Beziehungsweise ihr bekommt eigentlich immer Relikte raus. Manchmal sind es nur ein paar grüne Dinger, die sind dann 1 oder 2 oder 5 wert. Und dann gibt es mal blaue, die sind glaube ich 32, 48 oder sowas wert. Und dann gibt es halt epische, die 150 oder 300 wert sind. Das ist rein random, was ihr rauskriegt. Aber es macht Sinn, wenn ihr hier diese Dailies macht und rumlauft, so möglichst viele Kisten mitzunehmen. Es gibt hier diese größeren Kisten. Das sind immer mehrere Spawnpunkte und könnt einmal am Tag
diesen Spawnpunkt quasi looten. Die müssen nicht immer da sein, manchmal muss man ein paar Mal vorbeilaufen und wenn man eine von diesen im Kisten gelootet hat oder Nester, ne, dann sind die auch weg. Ja? Also dann ist das für den Tag quasi gelaufen und irgendwann ist dann eure Karte relativ leer, wenn ihr hier rumgelaufen seid und möglichst viel mitgemacht habt. Zusätzlich das gleiche ist bei den Rares. Hier ist es auch so, dass ihr bei jedem Rare, den ihr umhaut, ein paar von diesen katalogisierten Forschungssachen bekommt und die, beziehungsweise die sind ja noch nicht katalogisiert, aber es sind halt diese rohen Forschungsdinger, die könnt ihr abgeben und kriegt dafür dementsprechend auch Ruf. Heißt, wenn ihr den maximalen Ruf holen wollt, dann schaut ihr, dass ihr die Dailies macht, alle Kisten mitnimmt, alle Rares mitnimmt. Es gibt auch diese kleinen Kisten, das sind so Relikttruhen, die sind dann nochmal random da, da könnt ihr sogar mehrere öffnen, könnt ihr bis zu 5 am Tag öffnen, die sind aber seltener da, die großen sind eigentlich fast immer da. Und bei den kleinen, da müsst ihr ein bisschen handeln. Es gibt auch so eine Methode, dass man sich an die Spots stellt und Server hoppt, aber das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil dann wird es schon ziemlich zeitintensiv. Neben den Kisten, die hier sind, in den Rares, gibt es noch im Rissportal auch Kisten drin, und zwar braucht ihr da einen reparierten Rissschlüssel. Den bekommt ihr unter anderem von den Rares oder den Kisten hier, das kann random rausdroppen. Oder wenn ihr hier Stufe 4 seid, dann könnt ihr euch den einfach hier kaufen beim Händler. In der Rift-Phase ist es dann so, dass ihr über das Add-on auch wieder Kisten angezeigt werden. Das sind, glaube ich, bloß 4 Sets an Kisten overall. Und diese Sets an Kisten, die droppen immer mehr von diesen Forschungsteilen, die euch Ruf bringen, als die Kisten, die hier draußen sind. Ich kriege relativ oft von denen die Epic-Sachen, also das lohnt sich auf jeden Fall, in den Rift reinzugehen, diese Kisten mitzunehmen. Wenn ihr wirklich möglichst zeiteffizient seid und sagt, okay, ich will hier nur irgendwie 5 bis 10 Minuten rummacht, dann nehmt lieber die Rift-Kisten mit. Die sind eigentlich auch immer da. Da läuft ihr, ich glaube, hier oben ist ein Set, hier ist ein Set, hier ist ein Set und hier ist, glaube ich, oder sind vielleicht auch nur 4, ja. Die bringen echt am meisten und die sind eigentlich immer da. Und im Schlund, beziehungsweise in der Riftphase, habt ihr dann auch nicht großartig Rares, sondern nur so ein paar kleine normale Mobs, die euch ab und an routen, einfach durchlaufen und versuchen, diese Kisten mitzunehmen. Die bringen tatsächlich am meisten. Dann ist es so, dass ihr einmal die Woche auch hier im Schlund, dementsprechend habe ich das jetzt auch drin, bereits abgeschlossen, im Schlund ja bei den Invasionen so kleine Kisten mitnehmen könnt. Und zwar bringen die auch manchmal Quartier-Kristalle. Da müsst ihr bloß ein bisschen gucken hier, beziehungsweise nicht Quartier-Kristalle, sondern halt diese Forschung. Ne? Ihr seht, hier bei dem Addon zeigt es euch immer an, ob ihr katalogisierte Forschung bekommt oder nicht. Heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, in der Invasion oder in beiden Invasionen auch diese Kisten immer mitzunehmen. Zusätzlich solltet ihr die Invasion abschließen. Wie gesagt, es gibt immer 2 pro Woche. Dort in der Endkiste bekommt ihr auch nochmal ein bisschen was raus. Apropos Kisten, ihr bekommt auch aus der Weekly-Kiste, die ihr hier oben annehmen könnt, wo ihr einen Balken füllen müsst, auch die Sachen raus, sogar relativ viel. Wenn ihr aber hier das Zeug eh macht und die Dailies farmt, dann kriegt ihr das nebenbei und dann sollte es kein Problem sein. Dann ist es so, dass man für ein Achievement, beziehungsweise, ja, hier Rückgewinnung der Relikte. Es gibt verschiedene Quests, die ihr holen könnt über verschiedene Stellen hier in der ganzen Zone. Und dort bekommt ihr direkt auch Ruf, meistens so 500 rum. Also das lohnt sich, diese Teile mitzunehmen. Die müsst ihr aber durch verschiedene Sachen freischalten. Sei es einfach hinzulaufen, die Quest anzunehmen, sie abzugeben. Oder ihr müsst in den Rift rein. Oder ihr müsst in die Portale rein und braucht dort ein Reparaturset für Teleportation, beziehungsweise ihr braucht es nicht unbedingt, das kann auch ein anderer Spieler aufmachen und dann könnt ihr euch einfach in so einen kleinen Raum rein teleportieren. Dort gibt es eine Quest, dort ist dann ein Rare dran, der auch nochmal eine Quest droppt und dort könnt ihr dann dementsprechend das holen. Es gibt nur 2 Teleportationsrunden, einmal hier und einmal hier und die müssen aber auch ab sein, also die müssen da sein, dass man sie anklicken kann. Wenn ihr solche Teleportationsdinger nicht habt, dann ist das kein Problem, die droppen von den Rares und den Kisten auch raus, oder wenn ihr Rang 3 seid, könnt ihr euch das dementsprechend hier auch bei dem Händler kaufen. Solltet das aber nicht kaufen, das Zeug kriegt ihr nachgeschmissen, ich habe 21, ich schmeiß das immer wieder weg, weil ich habe, glaube ich, noch nie selber eine einsetzen müssen. Jeder, sobald dieses Ding offen ist, öffnet das sofort irgendjemand, oder sobald es da ist, öffnet das sofort irgendjemand und selber muss man die eigentlich fast nie einsetzen und dementsprechend sammeln sich die Teile einfach an, also das würde ich nicht beim Händler kaufen und diese 50 Ressourcen ausgeben. Die Rift Keys, die lohnen sich dann schon eher. Genau, das sind soweit die Möglichkeiten, hier noch ein bisschen was rauszuholen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Es gibt auch, ist komisch, dass mir das Addon das jetzt hier nicht anzeigt, hier gibt es auch noch ein, wenn ihr in der Riftphase seid, hier gibt es auch noch ein paar
so Kisten, die ihr eigentlich aufmachen könnt, wo ihr auch noch das Zeug rauskriegt. Ach nee, das wird nur angezeigt, wenn ich in der Riftphase bin. Never mind, ne? Da müsste ich jetzt in die Riftphase, aber ladet euch Handynote Shadowlands runter, geht in die Riftphase, schaut im Schlund hier auch mal. Ich glaube, hier ist auch nochmal eins hier und hier unten sind dann auch nochmal Kisten. Die droppen auch ganz gut was, die könnt ihr aber auch nur einmal die Woche aufmachen, ne? Also das ist eine einmal die Woche Sache. Hier in Court hier die Sachen, ist alles eine Daily-Angelegenheit. Gut, damit wären wir durch mit dem Rufgrinden. Man muss sich hier immer ein bisschen überlegen, will man jeden Tag alle Kisten aufmachen, 100% aller Rares. Ich persönlich habe es nicht gemacht. Ich habe, denke ich mal, immer so 70-80% mitgenommen. Bei den Kisten meistens 100%, also zumindest die großen Kisten, die kleinen auch nicht, aber wie Rares 70-80%, weil dann nochmal eine Stunde länger für die letzten drei Rares rumzuhatschen, rentiert sich nicht. In einer Stunde, eineinhalb, habt ihr eigentlich das allermeiste auf jeden Fall eingetütet. Ihr könnt aber auch sagen, ich bin da nur eine Viertelstunde, nehme nur die Schlundkisten mit, mache die Dailies und die Sachen, die nebenbei spawnen und dann habt ihr bestimmt auch schon 40-50% von den Sachen. Also wenn ihr da möglichst zeiteffizient seid, könnt ihr da auch relativ viel mitnehmen. Man kann sich hier aber auch totgrinden. Empfehlen würde ich es keinen. Naja, man wird wahrscheinlich aber trotzdem noch länger bei der Fraktion sein, denn es gibt auch Paragon-Kisten. Gut, dann sind wir hier tatsächlich am Ende angelangt. Ich hoffe, ich habe jetzt die ganzen großen Sachen erwähnt. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, da noch Ruf zu bekommen. Schreibt das gerne noch in die Kommentare, helft der Community. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.